Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir befinden uns gerade im Kampf mit dem anscheinbaren Verräter, der einem anderen Boot Hinweise gegeben hat, wo wir uns befinden. Und den werden wir jetzt eliminieren. Tut mir leid, Kumpel. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Nils mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Und genau das werden wir tun. Ja, wow, stürmischer Regen. Das ist auch eine Neuerung bei Assassin's Creed 3. Es gibt endlich verändernde Wettersituationen. Nicht nur in einzelnen Missionen, sondern im gesamten Spiel. Das finde ich sehr toll. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass der Captain jetzt nicht mehr mit Telepathie mit uns gesprochen hat, wie im letzten Teil in der Zwischensequenz. Aber naja. Sichern wir erstmal die Takelung. Hier ist ein bisschen schneller. Okay, das hätten wir, aber das war natürlich nicht die einzige. Und wie man auch gesehen hat, Haytham verfügt auch über die versteckte Klinge. Die sah zwar ein bisschen komisch aus, als wäre die irgendwie abgebrochen, aber es war eine versteckte Klinge. Iha. So, das machen wir auch noch fest. Komm schon. Okay, gut. Alles klar, das ist dann weniger gut, wenn so ein Tau reißt. Aber dafür sind wir ja da, um das wieder rückgängig zu machen. Deswegen schnell dahin. Es wirkt alles ein bisschen wie bei Fluch der Karibik. Habe ich mir direkt das erste Mal gedacht, als ich auf das Schiff gekommen bin. Ich bin so ein Film-Nerd. Aber egal, machen wir das hier fest. Ja, wir stehen noch schön im Mund ab. Ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Okay, wir müssen ein Segel öffnen, damit wir ein bisschen mehr Fahrt bekommen. Ich würde sagen, das versuchen wir auch direkt, indem wir da hochklettern. Und dann sollte es auch klappen und das sieht schon echt geil aus mit dem Regen. Im Allgemeinen ist die Grafik sowieso, ich glaube, jetzt mittlerweile die beste von der Assassin's Creed Serie. Für mich war der Standard ja eigentlich immer Assassin's Creed 1, weil das noch bis Revelations. Revelations war dann das erste Assassin's Creed, was mal richtig gut ausgesehen hat, fand ich. Auch von den Details her und so, aber Assassin's Creed 3 sieht jetzt nochmal ein Stück besser aus. Aber okay. Na toll, schöner Mist. Okay. Der Typ hängt da und wir haben nur eine begrenzte Zeit, ihn zu retten, aber das sollten wir, glaube ich, schaffen, indem wir einfach wagemutig für sind, springen! Ich kann nicht mehr lange! Danke, danke!
Yay, schon Tag 72 und das andere Schiff hat den Sturm glücklicherweise nicht überlebt. Das heißt, wir sind unsere Verfolger losgeworden. Und jetzt müssen wir wieder aufs Deck, was wir hier nicht können, weil dazu ist. Dann gehen wir halt den anderen Weg. Mal gucken, was der Hatham jetzt schon wieder vorhat. Ich glaube, die Meuterei ist damit ja auch gescheitert, was ja auch schon mal ganz gut ist. So, hallo. Wo müssen wir denn hin? Nach da vorne. Oh, da steht der Captain. Okay. Neben der Glocke. Die wir, glaube ich, gar nicht läuten dürfen. Was ein bisschen schade ist. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Okay, ich sehe auch kein Land, muss ich sagen. Aber der Captain scheint ja davon überzeugt zu sein, dass hier irgendwo was ist. Ja, und ich würde sagen, wenn wir im Krähennest sind, dann sollten wir auch den passenden Überblick dafür haben, um zu sehen, ob er recht hat oder nicht. Und Hazen will da jetzt gerade nicht hochklettern. So. Okay. Gut, dazu müssen wir ganz nach oben. Quasi unser erster Aussichtspunkt im Spiel. Unser erster richtiger Aussichtspunkt. Ich weiß gar nicht, dürfen wir den eigentlich synchronisieren? Ich glaube noch nicht. Das bringt ja auch nichts, ein Schiff zu synchronisieren. Aber egal. So, ja, wie schon gesagt, Aussichtspunkte gibt es halt auch wieder. Aber das war ja klar. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward... Tut mir leid, dass ich jetzt mal auf Pause drücken musste, aber wir haben einiges verpasst. Und zwar habe ich noch gar nichts vorgelesen. Fällt mir dann mal gerade so ein. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, wo muss ich das denn nochmal machen? Benachrichtigungscenter? Nee. Hier muss Datenbank, genau. Ja, weil wir haben nicht Personen. Und zwar eigentlich ganz viele, die ich noch alle gar nicht vorgelesen habe. Ja. Aber ich glaube, das lasse ich dann auch. Ich glaube, ich fange jetzt mit dem aktuellsten an, nämlich Charles Lee, den wir gerade getroffen haben. Weil die meisten kennen wir ja hier. Sean Hastings zum Beispiel, Altair und Ezio brauche ich jetzt nicht. Und Louis Mills und Reginald Burke sind jetzt nicht so die wichtigen Personen. Deswegen fange ich jetzt erstmal an, über Charles Lee vorzulesen. Der uns gerade dabei ist, in Boston einzuführen und die Stadt zu zeigen. So, was können wir denn über Charles Lee sagen? Geboren 1731. Charles Lee war ein britischer Soldat, der zu einer wichtigen Persönlichkeit im Revolutionskrieg werden sollte. Lees Vater war Colonel in der britischen Armee und ließ seinen Sohn früh mit der militärischen Ausbildung beginnen. Während seiner prägenden Jahre wurde er auf eine Militärakademie in die Schweiz geschickt. 1746 wurde Lee Fähnrich im Regiment seines Vaters. Oh, ich war zu schnell. 1755 wurde Lee in die Kolonien entsandt, um im Siebenjährigen Krieg zu kämpfen. Ich frage mich, wie lange der gedauert hat. Er diente unter Edward Braddock und später im Fort Ticonderoga, wo er im Kampf verwundet wurde. Lee erholte sich und kämpfte dann am Fort Niagara. Ich habe schon immer gedacht, dass es zu viele Kämpfe an Forts gegeben hat. Er beendete seine Zeit in den Kolonien mit der britischen Einnahme von Montreal. 1760 kehrte Lee nach England zurück, wahrscheinlich wollte er weiter die Karriereleiter hinaufsteigen. 1761 wurde er zum Major ernannt und nach Portugal geschickt, um die Spanier zu bekämpfen. Obwohl sein Dienst dort als gut bezeichnet wurde, erhielt Lee nach seiner Heimkehr keine Ehrung. In der Tat wurde er bei halbem Sold aus der Armee entlassen und in Pension geschickt. Danach wurde Lee zum lautstarken Kritiker der höheren Militärringe und des britischen Premierministers und musste feststellen, dass seine Militärkarriere unerklärlicherweise ins Stocken geraten war. Ein ehrenhafter Mann, der viel Pech hat.
aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange, bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Dieb! Haltet den Dieb! Super. Ja, und wir sind jetzt in Boston und ich bin jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, so froh darüber, dass endlich ein Szenariowechsel ist. Ich meine, Konstantinopel war auch was anderes als Italien, aber im Prinzip doch das Gleiche, weil es in der gleichen Zeit gespielt hat. Und jetzt sind wir 200 Jahre weiter, quasi, und es ist einfach schön, endlich mal in einer anderen Zeit zu sein. Und dann sieht es auch ab und zu noch aus nach Red Dead Redemption, und das finde ich dann überhaupt toll. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay, ja, und da legt sich direkt eine Wache an. Ja, diese komischen Fehler gibt es immer noch. Und wir haben auch schon eine Weltkarte. Und die ist sehr groß, muss ich sagen. Und die steuert sich auch anders, was mich auch verwirrt. Normalerweise war es immer mit dem linken Analogstick hier rüberschalten und mit dem rechten ranzoomen. Aber jetzt muss man alles für alles den rechten Analogstick benutzen, außer fürs Ranzoomen, das muss man mit R2 machen und das Rückzoomen mit L2. Naja, das ist auf jeden Fall die ganze Karte von Boston. Und das ist sehr, sehr groß. Ich sag, das wird ein langes Spiel. Das sieht man auch schon daran, dass ich jetzt bei meinem privaten Spielstand in Sequenz 5 bin, schon fast an die 8 Stunden Spielzeit habe und mein Assassinen-Outfit noch nicht einmal getragen habe. Stellt euch das mal vor, ich hatte das Assassinen-Outfit, was man auf dem Cover sieht und in Trailern und überhaupt noch nicht einmal an. Aber egal. Okay, wir haben ein Ziel und da werden wir jetzt auch hingehen. Aber langsam, wir genießen die Stadt. Ja, und noch eine Neuerung sehen wir hier direkt. Es gibt Tiere, also bis auf Pferde und Vögel, die es halt schon in den anderen Spielen gab. Aber ich meine auch so Tiere, die in der Stadt rumlaufen. Zum Beispiel das schöne Schwein hier oder da hinten eine Katze. Und dem Schwein können wir auch noch Futter hinwerfen. Wenn wir die Katze anklicken, dann schleicht sie uns durch die Beine, wie Katzen das nun mal gerne tun. Und es gibt noch eine Neuerung, ich weiß nicht, ob wir hier das vielleicht gerade sehen. Doch, da sieht man es. Es gibt Kinder. Ja, und die Kinder, so eine Dreiergruppe Kinder, übernimmt die Aufgabe der Bettlerin und der Bettlerin aus den anderen Assassin's Creed-Spielen. Sie nerven uns und hindern uns an bestimmten Sachen, wenn man die sieht. Man kann sie auch wieder so toll aus dem Weg stoßen, aber das bringt meistens nichts. Okay, unser Ziel ist noch 45 Meter entfernt und da werden wir noch hinlaufen. Allerdings würde ich sagen, dass da hinten ein Pferd steht, dass wir den Anblick dieser schönen Stadt noch ein wenig genießen und danach muss ich aber auch Cut machen, weil ich nicht glaube, dass wir noch Zeit haben, um die Mission abzuschließen. Deswegen bleibe ich jetzt hier stehen, streiche noch ein bisschen den Hund und gucken uns das Schwein an, das da kommt und würde sagen, das war's erstmal für Assassin's Creed 3. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und im nächsten Teil geht es dann weiter in dieser schönen, belebten und endlich mal neuen, abwechslungsreichen Stadt. Also bis dann. Ciao.